Herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ich bin heute herzlich gespannt, was wir heute erleben werden, was für neue Geschichten wir von unseren heldenhaften Rufus und unserer verschwundenen Goal erfahren können. Wir haben das letzte Mal die gute Goal wieder in Betrieb genommen. Die hatte einen kleinen Ausfall. Wir haben noch Family mit Datasetten, einen Haken, einen Eimer, vergammelte Pillen, eine Zuckerdose, eine Antenne, ein Schraubenzieher, eine Kurbel und einen Köder. So, aber diesen Kommentar finde ich immer noch geil. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Das könnte ich den ganzen Tag lang tun. Oh, einen Eimer anschauen. Auf geht's. In die gute weite Welt. Hier war eine Uhr. Okay, weiter. Da waren wir schon. Ja. Wie wir erfahren haben, ist die Ghoul hier irgendwo im Land verstreut. Ich schau mal, wo die gute denn sein könnte. Dunkle Gasse in den Hafen. Gehen wir mal in den Hafen. Ab in die Spelunke. Oh! Cool. Ghoul ist wieder da. Dann, würde ich mal sagen, was macht die da überhaupt? Okay, Rufus. Das hier ist eine Routinesituation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Naja, sind wir romantisch, wie die ganze Nacht. Sind wir der Draufgänger und hauen uns einfach durch? Oder sind wir der nachdenkliche Typ? Ah, ich würde mal sagen, natürlich, Rufus, Draufgänger. Hier kommt es. Check, Schaumkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Hey Baby, na du? No la la, schöne Frau. Ja, ich würde mal sagen, was passt eigentlich zu Rufus? Ja. Genau, ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Dann auf geht's. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Hier lungerst du, also rum. Glaub mir. Ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Oh. Eklig. So schlecht auf mich zu sprechen. Du musst mit mir zu Doc kommen. Hey Baby, warte, ich bin gleich zurück. Natürlich unseren coolen Anmachspruch. Hey Baby. Jetzt geht es los. Wir sind gar nicht so verschieden. Hat es eigentlich wehgetan, als vom Himmel gefallen bist? Schau mir in die Augen, Kleines. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesen? Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt. Ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert. Ich bin gebildet. Check. Check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nah, in Ordnung. Ja, würde Rufus nicht auf den Mülleimer wühlen. Ja, dann hätte er vielleicht auch nicht diese ansteckenden Krankheiten. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Was macht eine so wunderschöne Frau wie du an diesem Ort? Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen.
Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du, Bozo findet mich auch lässig. Ach ja, Goal ist nicht zu überzeugen. Ich geb's einfach auf. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. So schlecht auf mich zu sprechen? So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit dir unbedingt zu Doc kommen. Der hat gesagt, ich soll dich wiederholen. Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja. Ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Git! Da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist etwas schiefgegangen. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Komm doch bitte einfach mit. Komm doch bitte einfach mit. Nein, und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein, und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Kann ich ein romantisches Essen für dich organisieren, so nur du und ich hier in der Spelunke, hier um die Ecke und dann geht das los? Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Kann ich für ein romantisches Essen? Kann ich dich für ein romantisches... Eine Einladung zum... Wirklich? Ja, erst das... das mein schon, was okay. Ist es doch... Restaurant. Ich dachte, ja, wir sind ja, doch... Ja. Wenn... Sauber. Oh, vergiss. Gut, das könnte ein Hinweis sein. Warte hier, ich bin gleich zurück. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Dann sprechen wir nochmal mit Gulliver, ob er noch was zu sagen hat, warum die Gulliver überhaupt sitzen, was sie ihm so... Hi. Gequatscht. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Ich hätte eine oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch als den... Wie war das gleich mit den Schnabeldickkämpfen? Ich hätte die eine oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Was geht es denn... was sind denn das für Leute, die sie so rumtreiben? Wie war das gleich mit... gut, das haben war's wir auch schon fürs Erste. War ja auch genug. Und bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. So, dann sprechen wir doch nochmal mit Bozo. Hallo, Bozo. Ah, Rufus. Was liegt an? Irgendwas ist bei der Operation schiefgelaufen. Meinst du? Für mich sieht sie ganz fit aus. Körperlich ist bei ihr auch alles bestens. So, boom, tschakka, tschakka, boom, yeah. Aber ihr Oberstübchen ist mehr so... Verstehst du? Gewisse Leute hier haben Probleme mit ihrem Oberstübchen. Das verstehe ich. Ja. Ihr Bewusstsein wurde in drei Teile gespalten. Jetzt muss ich jede einzelne von den dreien überzeugen, für einen weiteren Eingriff zurück ins Labor zu kommen. Deine Freundin gibt es jetzt dreimal?
Übernimm dich mal nicht. Eine Frau zu handeln ist ja schon schwer genug, aber gleich drei? Ich schaff das schon. Ja, dann bis später. Bis später. Verlauf dich nicht. Not. Das ist doch einer von den Typen, die ich vor dem Stadttor verprügelt habe. Ich muss vorsichtig sein. Dann verprügeln wir ihn gleich einfach nochmal. Entschuldigung. Was willst du denn? Ich finde, du solltest dich mal bei mir entschuldigen, Mann. Du hast mir voll das Gesicht demoliert und die Blutaugen gehauen. Ich finde, mir steht eine Entschuldigung zu. Inwiefern? Naja, wegen des Überfalls auf offener Straße. Hör mal, Bursche. Ich bin Mitglied des unorganisierten Verbrechens. Und das gibt euch das Recht, unschuldige Passanten am helllichten Tag zu überfallen. That's the way we roll. Cool. Tatsächlich awesome Spruch. So, was ist das unorganisierte Verbrechen eigentlich? Wo ist dein Kumpel? Spielst du auch Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ah, kommen wir da irgendwie hin? Wo ist eigentlich dein Kumpel? Wo ist dein Kumpel? Wink, der bewacht den geheimen Unterschlupf. Eigentlich ist er vollkommen ungeeignet. Auf dem rechten Auge blind wie eine Natter. Dabei ist doch das rechte Auge das wichtige Auge. Wer sagt denn sowas? Meine Mutti. Wieso? Alles klar, da könnten wir vielleicht später mal hinschauen. Da links, Auge blinkt, ne, auf dem Boot. Na, das schauen wir uns mal an. Das unorganisierte Verbrechen, was ist denn das so? Wir sind wie eine kriminelle Organisation. Nur eben ohne den organisatorischen Teil. Kann man noch bei euch einsteigen? Ich will Mitglied werden. Kann man bei euch einsteigen? Unglaublich unorganisiert bin ich schon mal. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ja, ich bin ein begabter Bastler. Ich bin ein begabter Bastler. So, woran bastelst du denn? An Stromumkehrern, Fluchtmaschinen, einem Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Aber ich bin unverwüstlich. Ich bin unverwüstlich. Ich kann von einem 2 Meilen hohen Turm in einen Nadelhaufen fallen, ohne Schaden zu nehmen. Das toll. Stimmt. Kannst du auch Bälle auf deiner Nase jonglieren? Na hör mal. Ich bin ein draufgängerischer Abenteurer und kein Zirkus-Ozelot. Kinderkram. Du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Den Hund hat er doch auch gemacht. Warum kann er das nicht? Ich bin unglaublich lässig. Wie lässig genau? Ich bin dermaßen laid back, ja, dass mein Hinterkopf, ja, schon am Boden schuppert, ja. Kinderkram, du bist einfach nicht verwegen genug für einen unorganisierten Verbrecher. Ach ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja, das ist ja wohl die Frechheit, ja. Ich bin ein guter Zuhörer. Ach ja, das finde ich interessant. Man nennt mich auch das Ohr. Ich habe da nämlich diese Geschichte, die ich schon lange jemandem... Adlerohr. Herr der Schallwellen. Aber meine Geschichte? Er lauscht seine Gegner in Grund und Boden. Vergiss es. Entschuldigung, hast du was gesagt? Ah, ich bin wohl verwegen genug. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Nö, okay. Wie kann ich dir beweisen, dass ich verwegen bin? Da müsstest du schon was wirklich Verwegenes tun. Die Katze von der Donner rasiert zum Beispiel. Wenn's weiter nichts ist? Das sollte kein ernst gemeinter Vorschlag sein. Niemals würde irgendwer, der noch bei Verstand ist, etwas so Verwegenes tun. Ich bin ja auch nicht irgendwer, der noch bei, versuch nicht, mich aufzuhalten. Versuch's gar nicht erst. Was soll ich gleich da tun, um die Verwegenheit zu beweisen? Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donner rasieren? Nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich und dumm. Haha, gefährlich ist mein 2. Vorname. Und dumm mein, versuch nicht, mich aufzuhalten. Alles klar, ich werde schon bald noch bei euch mitmachen. Was kriegst du schon mit? Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Was sagt der Organon eigentlich zu eurer Vereinigung? Ist der nicht dagegen, was ihr hier eigentlich macht? Was sagt denn der Organon zu eurer Vereinigung? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt, Bursche. Der Organon hat hier nichts zu melden. Auch nicht der Beamte, der da hinter dir steht? Was?